Und damit ein herzliches Willkommen zu Journey. So, was muss ich machen? Kamera drehen. Huch, ich habe gerade gedacht, ich wäre eigentlich so ein kleines Männchen. So, wow. Ihr wisst es ja, bei mir im Kanal gibt es in letzter Zeit sehr viele von dieser Art dieser Spiele. Und heute werden wir Journey spielen. Wir haben ja auch Abzug gespielt, das Unterwasser-Erlebnis. Und heute spielen wir ein wunderbares Spiel namens Journey. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht mal gesehen bei irgendwelchen anderen. Ich habe mir die Bewertung angeguckt von der Presse und von den Leuten in den Kommentaren. Und es war bombastisch. So, wo müssen wir eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Wir laufen einfach mal, ne? Ich finde voll super cool, wie der Sand sich bewegt und sich dann nachher wieder so ein bisschen widerlegt. Kann ich springen? Nee, ne? Kann die Kamera aber drehen, okay. Ich denke mal, wir müssen hier oben hin. Ihr wisst ja, wir haben ja das Unterwassererlebnis Abzug gespielt und da hat man ja auch nicht wirklich einen Pfeil oder eine Richtung gehabt. Man hat einfach gemacht. Und der Weg war das Ziel. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ich glaube, das ist richtig. Wow. Journey. Ich freue mich. Ich bin total begeistert von solchen Spielen. Ach, das ist so cool, dass das irgendwie direkt weitergeht. Irgendwie so ohne wirklich großartige Ladebildschirme. Sehr cool. Ich bin gespannt, was wir erleben. Und wie wir es erleben. Drehen wir die Kamera. Oh, toll. Für viele von euch wissen ja, dass ich auf Sizilien wohne. Wie geil. Und direkt am Meer. Und bei uns sind auch riesengroße goldgelbe Dünen. Und das ist wunderschöner Sand aus der Sahara. Ganz, ganz fein. Und wenn man mal so einen Strandspaziergang macht und dann hat man mal wieder mal Bock, in so eine Düne hochzurennen. Ich sag euch, durch den Sand zu laufen, ist gar nicht so einfach. Man läuft für drei. Was sind denn das? Sind das hier alles Gräber? Ich glaube schon, oder? Ich mach das gerade. Wie cool ist das denn? Ihr wisst ja, ich bin ja ein totaler Foto-Fetischist bei Spielen. Ich muss irgendwie von jeder Ecke und Kante von dem Spiel ein Foto machen. Und ich mag es erst recht, wenn man keine Taskleiste hat oder man kann sie ausstellen. Das mache ich ja super gerne in Spielen und spiele einfach mal ohne. Ist ein bisschen ungewohnt, dass ich nicht springen kann in dem Spiel. Ich glaube, sowas muss ich gleich jetzt hier oben machen. Das ist das gleiche Zeichen wie hier oben. Kann ich hier hoch? Ach, der springt von alleine. Okay. Habe ich jetzt was erlernt? Ich habe jetzt Springen erlernt, oder wie? Muss ich die noch weiter einsammeln oder muss ich noch was anderes machen? Ich glaube, das reicht, ne? Ich glaube, ich habe das erlernt. Und das war's. Wie super ist das denn?
Das sieht verdammt schön aus auch noch. Ich habe mich schon gewundert, bei so einem großen Weiten kein Sprungtaste zu haben, war mich schon sehr kurios. Aber jetzt ist es ja da. Boah, es ist ja fast Fliegen. Und hier, guck mal, die Dünen runterrutschen, das ist so cool. Und dann einen Sprung machen, kann man das noch währenddessen? Oh, ich kann nicht mehr springen. Kann ich nur springen an bestimmten Orten? Oder muss ich die doch einsammeln? Weil ich kann jetzt wieder nicht springen. Seht ihr, ich versuche das zu aktivieren. Muss ich das hier machen? Hat das einen Sinn? Naja, einen Sinn wird es schon haben, aber verstehen tue ich ihn nicht. Weiß ich, ist ja ganz cool. Warum kann man denn da springen? Wow. Gehen wir mal hier runter. Huch, jetzt kann ich wieder springen. Muss man das aufladen? Hat man, glaube ich, 3 Aufladungen, kann das sein? Mal gucken, ich teste mal ganz kurz was. Geht einer davon weg? Ja, das sind 3 Aufladungen, oder? Nee, nur eine. Ich hab's nicht verstanden. Keine Ahnung, werden wir im Nachhinein sehen. Hier oben war noch so einer. Okay. Okay, ich glaube, das ist immer nur eine Aufladung. Aber ich konnte gerade eben 2-mal springen. Werden wir sehen. Ich glaube, das Spiel will auch, dass wir da hinten runtergehen, aber ich will erst mal diese Ecke hier angucken. Das heißt, wenn wir so ein limitiertes Springen haben, bedeutet, dass wir schöne Rätsel nachher haben, dass ich mir... Huch, was soll ich da machen? Alle gleich, ne? Ja. Sind alle gleich. Wir gehen mal weiter. Huch, die springt ja einfach. Oh. Es gab ja eine Die wieder, ne? Wir haben hier bei Abzu. Ah, schade. Bei Abzu auch eine Die gespielt. Kann man da vielleicht hoch? Gibt's da irgendwas? Gehen wir ganz kurz da hinten hin. Ihr wisst ja, es gibt ja auch wieder Collectibles bestimmt, die man irgendwo einsammeln kann. Vielleicht gibt es ja irgend sowas hier in der Nähe. Ich habe immer so das Gefühl gehabt bei Spielen oder bei Filmen. Ja, ich muss mir, glaube ich, eine Sprungtaste nochmal besorgen, damit ich da oben drauf kann. Bei Spielen und Filmen, die in der Wüste oder in der Schneelandschaft spielen, habe ich immer das Gefühl, ich weiß nicht warum, dass in der Wüste habe ich das Gefühl, nicht alleine zu sein und das Gefühl einfach, dass das so ist. Und wenn ich einen Film sehe, dass irgendjemand im Schnee rumstapft, habe ich immer das Gefühl, alleine zu sein, komplett verlassen von der ganzen Welt. Ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch? Vielleicht andersrum. Also natürlich, wenn man sich die Wüste jetzt anguckt, so sieht es, ich war ja schon mal in der Sahara gewesen, das sieht so aus. Und wenn man dann wirklich geradeaus guckt und man sieht nichts außer Sand, das ist schon sehr beeindruckend. Okay, jetzt springen wir mal hier hoch. Schöne Aussicht.
Edel. Wie der Sand sich übrigens wieder zuschließt. Seht ihr das? Das ist super cool. Gehen wir mal hier vorne hin, ne? Jetzt habe ich natürlich keine Sprungfähigkeit aufgeladen. Da unten kann man sie wieder aufladen. Oh Gott. Okay, dann gehen wir mal runter. Juhu! Muss ich euch. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe wirklich null Ahnung, was passiert. Das mache ich ja auch sowieso. Oh, ich muss die, glaube ich, befreien, ne? Mache ich ja sowieso sehr oft in Spielen, dass ich mich einfach komplett blind in so ein Spiel bewege und dann einfach gucke, was passiert, weil es mir einfach lieber ist, mal sowas zu. Mein Ersteindruck zu bekommen. Was habe ich jetzt getan? Habe ich jetzt irgendwas freigeschaltet? Muss ich da hoch? Da oben weht auch was. Ich gehe erstmal hier vorne hin. Da gibt's. Ja. Durch den Sand. Da kriegst du dicke Beine. Kann man hier auch hoch? Ich glaube, das ist zu steil, ne? Wow. Wie sagt ein weiser Mann, von hier oben muss man eine gute Aussicht haben. Oh nein, du sollst nicht springen! Mann, ich wollte eigentlich eine Aussicht haben. Na gut. Ich hab schon verstanden. Ich will immer auf die Sprungtaste drücken. Da muss ich mich echt konzentrieren, das nicht zu machen. Weil, ne, ihr wisst ja, wir haben ja diese eine Aufladung. Was gibt's hier oben? Okay. Ist das auch was ich brauche? Von meinem Schal. Was ist denn das alles? Achso, jetzt wieder drücken. Okay, gut, dass das Spiel mir das wenigstens sagt. Oh, wow. Okay. Kann ich jetzt da so rüberspringen? Geht das? Das war ja ein Megasprung. Machen? Wo muss ich alle aktivieren? Oh ja. Wie so ein Nazgul. Okay. Großmeister. Ich weiß es nicht. Wir werden das jetzt mal rausfinden, was das alles sein soll. Ah, das haben wir. Das hat der Entwickler von Journey und Abzug ja sowieso. Das sind großen Toren und Sachen, die sich aufschließen. Da hinten steht jemand, seht ihr?
Oder bin ich das? Hätte sein können, dass es eines, dass ich das selber bin. Aber ich, bevor ich jetzt gehe, würde ich gerne erst noch mal gucken. Ich will mal was testen. Ich springe jetzt einfach nochmal runter. Kann ich da hoch? Aha, okay, okay. Alles klar. Ich hab's verstanden. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch von hinten drauf springen können. Nein. Ah, siehst du, hier habe ich wieder was. Hätte ich was verpasst. Ich würde das gerne sehen. Sind das die Collectibles? Also die Sammelstücke für Leute, die jetzt nicht wissen, was ich meine. Komme ich hier hoch? Nee, ne? Ich muss hinten rum. Schön zu sehen, dass der auch den ganzen Umhang tut komplett voller Sand hat, weil Sand ist echt ein klebriges. Nein, bitte bleib. Oh Gott. Das sind die Collectibles. Okay, ich glaube, das wird mir auch im Nachhinein wieder angezeigt, dass ich ein Collectible aufgesammelt habe. Jetzt habe ich noch einen Sprung gehabt. Puh, super cool. So, wir gucken uns jetzt nochmal um schnell. Da hinten leuchtet noch was. Seht ihr das? Was mache ich hier? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal durch das große Tor. Ich glaube, das ist ganz interessant. Schön. Das Spiel, ich mag ja so welche. Einfach mal spielen und erleben. Nichts vorsagen und nichts, keine große Aktion. Einfach mal machen lassen dem Spieler und einfach erleben. Voll schön. Ich glaube, der Schal wird auch mal länger. Kann das sein? Gehen wir mal durch das große Tor. Ich sage aber erstmal jetzt für euch da draußen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Journey und dann gucken wir mal, wo es dann da lang geht durch das große Tor. Ich bin gespannt. Bis dann und tschüss.